Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Schwarz. Wir sind hier in der Siegestraße und ich habe keine Ahnung, ob ich den richtigen oder den falschen Weg gehe. Aber erstmal bekämpfen wir wieder so einen komischen Typen. Es ist sogar wieder eine Sie. Ilona mit drei Pokémon. Eine Veteranin, okay. Ein Fornifras. Oh. Okay, das macht dann aber nicht Liam. Nein, da haben wir selbstverständlich wieder unser Bubble. Wo ist es? Da. Und Liam wird gleich Level 36 erreichen nach diesem Kampf. Ja. Käferbiss. Hat nicht viel gebracht. Allerdings der Surfer wird viel... Was machst du jetzt wieder? Bringt dir eh nichts. Surfer wirst du nicht überstehen. So, hast du nun davon. Ich muss sagen, hier sind wir definitiv nicht überlevelt. Wir sind eigentlich gut dabei. Loturzel, was machen wir da? Wir bleiben drin. Und dann setzen wir doch am besten einfach mal einen Eistrahl ein. Wie wäre das denn, ne? Vielleicht nicht ganz. Ein Regentanz. Schön. Schön. Somit wird die Attacke von Bubble natürlich noch stärker. Beziehungsweise nur der Surfer. Energieball. Ja, aber... Sehr effektiv, aber ich kenne die Verteidigungswerte von Aquana. Aber trotzdem, ich schreck da immer ein bisschen zusammen, ne? Wenn ich sowas sehe. Hm. Kabuno, das hätte zwei Beine. Duodino auch. Tricephalo hat dann wieder nur zwei. Mit anderen Worten müsste ich dann Duodino mit einem Evolit spielen und das wäre dann gar nicht mal so dumm eigentlich. Das würde dann gehen. Ich darf es dann halt nur nicht entwickeln. Übrigens steht mir der Typ, nee, nicht der Typ, sondern sie hier gerade im Weg. Merke ich gerade. Da würde die Treppe nach unten gehen. Moment, vielleicht wäre diese Treppe da, um zum legendären Pokémon zu kommen. Das könnte sein. Ist ja nicht umsonst da. Ah, ich komme sogar vorbei. Okay, dann weiß ich jetzt wieder nicht mehr, wo ich lang muss. Dann habe ich schon drei Wege. Ah, das hier. Das kennen wir. Das ist eine Abkürzung. Ah, ist eine Abkürzung. Da ist der Ausgang gewesen. Okay. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir hier hoch. Und da wird ebenfalls wieder gekämpft. Oh, so viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Na gut, ich weiß nicht, wo. Einen gehe ich jetzt, einen bin ich nicht entlang gegangen. Das andere war bestimmt nur eine Sackgasse mit irgendeinem Item drin. Nehme ich stark an. Bettina. Ein Nidoran männlich. Süß. Gut, aber das Vieh hat ganz bestimmt Giftohren. Ne? Ja, aber es kommt bisher nicht zum Einsatz, falls es es wirklich hat. Okay, nichts passiert. Gut. Gut. Panzerfahren, 40. Serpi Royal. Pony, du bist wieder dran. Ja, ich habe mich langsam gut arrangiert mit meinem kleinen Team hier. Und bald haben wir ja noch Dingens hier. Unser Panzophant. Und dann habe ich endlich irgendwas gegen Elektro-Pokémon. Das finde ich sogar sehr gut. Slam. Warum hat das nicht gereicht, Pony? Warum? So. Gut, du hast deinen Fehler gut gemacht mit deinem tollen, tollen Helm. Und ein Felilu. Da bleiben wir kurz drin. Ein Baby-Liam ist es quasi. So. Was macht ihr mit eurer Übernahme? Na, jawohl. Es war ein Crit. Super Pony. Sehr schön. Und Bettina besiegt. Und dann brauchen wir bereits schon wieder ein bisschen Heilung für Pony zumindest. Ja, nur für Pony. Das andere ist in Ordnung. Gut, 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 gut. Es kommt gut. Es kommt gut. Glaube ich. Oh, shit. Silberstaub. Hm. Hier kann ich aber nicht runter. Okay, dann war es der falsche Weg. Gut, dann haben wir quasi den Weg genommen, den ich wollte. Den richtigen, beziehungsweise den falschen. Für mich den richtigen, weil es der falsche war. Und ich somit alle Wege gegangen bin und nichts auslasse. So. Doch, ich glaube, es hat Sinn gemacht. So, rein da. So, du. Moment, ich sollte mal wieder das hier aktivieren. Okay, du nervöser Typ. Erst verlaufe ich mich hier und jetzt läuft mir auch noch ein Trainer über den Weg.
wenn das mal kein Kampf wert ist. Ist es nichts. Glaub mir, ist es halt nichts. Nein! Drei Pokémon von Ivan. Stalos! Ein Stalos. Das ist jetzt sogar ein Problem, muss ich sagen. Bubble, kriegst du das hin? Ich hoffe doch. Stalos ist mächtig. Scheiße. Autonomie. Es wird schneller. Und leichter ebenfalls noch, aber... Stört mich gerade nicht. Ja gut, dass es schneller ist, das stört mich ein bisschen. Aber Bubble ist stärker. Nein, es reicht natürlich. Ah gut, Drop ist tight. Ja gut. Ich meine, okay. Tarnsteine. Bist du bescheuert? Hier bringt das nichts mehr, Stalos. Aber vielleicht den nächsten Pokémon. Deswegen, wenn möglich, nicht auswechseln. Myrapla. Gut, wir wechseln nicht aus. Ich weiß, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Aber wir haben den Eistrahl drauf. Und ich denke, das sollte reichen. Gut. Das war sogar ein Crit. Bubble, einmal mehr. Fantastisch. Und ein Hornliu. Okay, auch da sollte der Eistrahl eigentlich ausreichen. Kleines behorntes Käferchen oder Würmchen. So. Es war gut. War halt echt gut. Dann können wir... Geh mir aus dem Weg. Da hoch komme ich noch nicht. Ich komme nie da hoch. Aha. Wo ist ein Item? Wo? Ich gehe erstmal die Abkürzung da freimachen, glaube ich. Und das Item holen. Wo? Da? Ja! Kuhmilch! Einfach so! Fantastisch! So, dann gehen wir hier hin. Machen uns diese kleine Abkürzung hier, warum auch immer. Und da komme ich nicht durch, nein. Aber, ja, er will zuerst kämpfen, bevor er meine Pokémon heilt. Aber das ist okay. Das ist okay. Was diese Abkürzung von da oben ist, verstehe ich nicht. Dr. Winfried. Ja, in Yorklef. Ja, diese Abkürzung, die wir da geschaffen haben, die bringt irgendwie gar nicht so viel, oder? Ein paar wenige Meter weniger Laufweg. Ja, das vielleicht, aber mehr auch nicht. Mogelhieb. Ha, hast du gar nicht gesehen, Yorklef, ne? Ging dir vielleicht zu schnell, was? Ha! Das etwa auch? Nee, ich sollte nicht so übermütig werden, nur weil gerade ein paar schwache Pokémon als Gegner dastehen. Das ändert sich dann bestimmt bald wieder. Plötzlich steht dann wieder ein legendäres Pokémon vor mir und ich verliere ein Pokémon nach dem anderen. Da wäre ich jetzt nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Ja. Verliebt müsstest du nicht unbedingt sein, Liam, ja. Finde ich nicht so schön. Aber wenn du jetzt gleich nochmal angreifst, dann ist alles in Ordnung. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Liam, komm. Danke. Ja, okay, es war in Ordnung. Da musst du jetzt eben noch einmal treffen. Und dann ist in Ordnung. Nochmal Nachthieb versuchen. Komm schon, Liam. Danke. Sehr schön. Pummeluff. Liam kackt auf dich. Verstehst du? 41 für Panzerwand. Oh, vielen Dank, Doktor. Bitte heile mich jetzt, okay? Wunderbar. Dann können wir hier hochgehen. Und dann hier rausgehen. Dann kann ich bestimmt runterrutschen irgendwo. Aber wo? Ich gehe mal links. Das hat irgendwie keine Rolle gespielt, oder? Ha! Dann bin ich da. Fantastisch. Schrägrauch. Okay, und dann könnte ich noch darüber gehen. Vielleicht ist da noch was. Nee, da ist nichts mehr. Alles klar. Doch, das ist gut so. Das ist sogar perfekt. Schutz wirkt nicht mehr. Dem können wir Abhilfe schaffen. Und zwar damit. Der Weg ist bisher ganz gut. Ganz sehr gut sogar. Da oben kann ich nochmal abkürzen.
Ah! Sehr gut. Sehr gut. Will ich da runtergehen? Ich glaube eher nicht, oder? Ich glaube eher nicht. Wobei, ich muss scheinbar. Shit, ich muss. Ich muss scheinbar. Das ist gar nicht mal so gut. Wo soll ich denn runter? Erstmal bekämpfen wir noch den hier. Und sobald alle Trainer weg sind, dann kann ich hier ehrlich durchrennen. Das ist kein Problem. Marcel! Noctu! Okay, ein Noctu. Gut, Liam. Ich denke, das klappt dann schon einigermaßen. Erstmal Mogelhieb, so wie immer. Und dann bitte Nachthieb. Ja, gar nicht schlecht. Luftschnitt, ouch. Es tut schon ein bisschen mehr weh. Aber nun dürfte es reichen. Sorry, Eule. Ich konnte nicht anders. Gut. Noch ein paar Kapi. Und dann ein Pinsir. Nee, da möchte ich lieber Pony einsetzen. Denn Pinsir kann definitiv auch irgendwelche Kampfattacken. Und Lia möchte ich das nicht unbedingt antun. Was für ein anmutiges Pokémon dieses Pinsir doch ist. Allerdings glaube ich, dass es auch ziemlich gut brennen wird. Sein Mund ist so verstörend. Deswegen lieber schnell weg. Okay, hat gepasst. Liebe Kinder, ihr dürft hier zusehen. Und dann noch mein kleines süßes Potrot. Das wir mit Bubble besiegen werden. Das wir mit Bubble besiegen müssen. Bevor es unaufhaltbar wird. Surfer! Gibt Potrot eigentlich gute Erfahrungspunkte? Ich glaube nicht. Ja, Robustheit. Magensäfte. Na gut, du wirst mich nicht mit einer Wasserattacke angreifen, Bubble, deswegen. Schon gut, schon gut. Ja. Gibt doch genug Erfahrungspunkte. Und auch Marcel wurde besiegt. Okay, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Wo soll ich runterrutschen? Ich gehe mal hier. Und zwar rechts. Das könnte richtig gewesen sein. Das sieht gut aus. Moment, wo ist ein Item? Hier oben. Hier? Da? Hier? X-Tempo. Ich glaube, ich bin echt gerade den richtigen Weg runtergerutscht. Kann das sein? Sieht für mich gerade echt so aus. Die Leute, die hier vorbeikommen, sind die unterschiedlichsten Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Ja, wenn es dir Spaß macht zu verlieren, dann ist ja gut. Zwei Pokémon von Joost! Karipas! Hm. Stark, stark, stark. Auch hier würde ich gerne wieder Bubble benutzen. Ja. Dann sind die Wasserattacken schon mal kein Problem mehr. Fluch. Auch mit dem kann ich eigentlich leben. Außer mit dem stärkeren Angriff. Das nicht, aber... Der Surfer dürfte trotzdem relativ guten Schaden machen, oder? Ja. Definitiv akzeptabel. 42, Panzerfand. Und ein Krawumms. Ein Krawumms. Ein Krawumms. Was machen wir mit Krawumms? Wisst ihr was? Bubble. Gott, dieses riesige Mundwerk, was du da, wow, aufweisen kannst. Und dann noch mich anschreist damit. Da bin ich jetzt echt kein Fan von. Hier. Stopf dir das Maul mit Wasser. Und dann gefriere ich es zu Eis. Hör jetzt auf, mich anzuschreien, verdammt. So, hast du nun davon. Gut. Sorry, Joost, musste sein. Kurz nach unserem Team sehen. Hm, Liam könnte den Supertrank vertragen. Lieber nicht den Helden spielen im Moment, sondern das einsetzen, was wir haben. Aber definitiv. Und dann wieder den Itemradar. Bin ich bald oben? Ich glaube, ja. Was? Da ist was. Hier.
Sanana-Beere. Lass mich raten, jetzt hier kann ich den Felsen verschieben. Nee. Sondern hier. Ja, hier. Fantastisch. Könnte ich mir auch nicht anderen Wege theoretisch ansehen. Aber ob ich das will? Aha. Wisst ihr, was das ist hier? Ich weiß es. Ich kann es scheinbar nicht wegmachen. Eine ominöse Kraft lässt die Stärke meiner Pokémon an diesem Felsen hier abprallen. Mhm. Dann lassen wir das auch lieber sein. Und gehen hoch. Und dann raus. Dann haben wir es eventuell geschafft, Fragezeichen. Was mit dir hier? Dort unten scheint ein Item zu liegen, aber der Abhang ist wirklich furchtbar steil. Schon im Gedanken, darunter zu rutschen, wird mir schlecht. Ja, dann mach das halt nicht, weil ich mache es auch nicht. Ich glaube, wir sind da, wo wir sein wollen, oder? Pokémon Liga. Wow. Wow, anmutig. Ist hier noch ein Item für uns? Nö. Wow, ist das schick hier. Kann ich mit dir sprechen, ohne dass irgendwas getriggert wird? In der Pokémon Liga trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Ich rate dir, dich hier eingehend auf die Kämpfe vorzubereiten. Ja, das musst du mir nicht zweimal sagen. Aber sowas von. Hallo, was verkaufst du mir denn? Bälle. Toll, danke. Nichts da. Und dann. Ich kaufe mir 40 Stück davon. Hypertränke kaufe ich mir. Ebenfalls 40 Stück. Top-Genesung kaufe ich mir. Shit, ich darf nicht so viel kaufen. Kaufe ich mir 10 Stück. Hyperheiler kaufe ich mir nochmal 10 Stück. Das müsste dann eigentlich auch schon ausreichen, oder? Denke ja. Ich denke ja. Okay, dann heilen wir doch mal kurz unsere Pokémon. Aber bevor wir im nächsten Part uns an die Liga machen, sehen wir uns noch kurz an einem anderen Ort wieder. Seid gespannt. Okay, Leute, das war's erstmal für heute mit Pokémon Schwarz. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!